Grüezi zusammen. Ich habe bei einem Unboxing für euch, denn ich habe wieder bei Hufbox bestellt, die Weihnachtsedition. Wir sehen uns vielleicht nicht gut, aber hier liegt Leki. Auch mal geschafft, in der Sache ein Video zu bringen. Ich werde es mir doch jetzt aufmachen. Geht's? So sieht es von innen aus. Mit blauem Papier. Hier habe ich noch einen Zettel zu den Spielzeugen, wo drin ist. Hier habe ich ein Spielball von Pet Candy. Sieht man es? Von Pet Candy. Ein Tennisball ist hier drin. Ja, ein Tennisball. Dann habe ich hier von T-Dog Treat Company Original Made in Devon. Ich kann leider nicht so gut Englisch, darum tut es mir leid. Hier hat Putenleber, Haferflocken, Dinkelmehl, Eier, Knoblauch, Wasser. Ist alles hier drin. Noch von hinten. Mal schauen, ob er die mag. Sieht im Gefühl an, ein bisschen größere. Von der gleichen Firma habe ich noch eins. Nämlich Putenleber, Haferflocken, Dinkelmehl, Eier, Knoblauch, Wasser und Kamillentee. Mal schauen, ob er das gerne hat. Sie können die Inhaltsstoffe noch sehen. Mal schauen, ob er das gerne hat. Ich weiß es nicht. Ich kenne die nicht mal. Dann habe ich hier Alfie, Mollis, Yummy, Handmade Dog Treats to Bag Out. Das ist ein Leckeris, wie ich sehe. Ich kann leider kein Englisch. Oder viel zu wenig, so 150 Gramm drin. So sieht es aus. Das kann ich euch nachher zeigen, wie es aussieht. Das sieht nach. Ich mache es sonst mal auf. Ich werde am Schluss noch ein Foto rein tun. Ah, jetzt geht's. Keine Tannenbäume. Also die Leckeris sind keine Tannenbäume. Hier oben sieht man eins. Kein Tannenbaum. Mal schauen, ob Leki es mag. Sieht ein Schuss. Leki schläft hier fast ein. Dann habe ich hier noch einen Weihnachtsmann von Hund. Es ist lecker. Was ist das? Der Weihnachtsmann. Oh, so. Petflasche und Geräusche macht. Keine Ahnung, was für ein. Das hat er schon mal. Dann habe ich hier noch. Sehr gut. Ich bekomme noch zwei, also für eine vom Januar und eine im Februar. Die Geburtstagsbox kommt im Januar, weil ich im Januar Geburtstag hat. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch bei Instagram und Facebook, wir sind auch Selin und Leki. Wir sind auch dort vertreten. Freuen uns natürlich auf ein Abo oder einen Daumen hoch. Und einen Kommentar. Und ich
wir wünschen euch. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen faul. Es ist faul. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.